Ja, vielen Dank, Frau Kipp, für Ihre freundliche Einführung. Manche von Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben vielleicht das Opus Magnum von Jürgen Osterhammel gelesen, Die Verwandlung der Welt, eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Wenn ja, dann sind Sie im ersten Kapitel, in dem er über Erinnerungshorte, Wissensschätze und Speichermedien schreibt, für Sie vielleicht auf den ersten Blick etwas überraschend, auch auf die Bibliothek der Universität Göttingen gestoßen. Diese galt im 18. Jahrhundert, wie er lakonisch bemerkte, Zitat, eine Weile als die am besten organisierte Bibliothek der Welt. Die am besten organisierte Bibliothek der Welt. Nicht ihren Bestand, ihre Größe oder den Besitz besonders wertvoller Handschriften und alter Drucke hob Osterhammel hervor, sondern den banalen Aspekt der guten Organisation. Damit steht er freilich in einer langen Tradition. Bereits 1765 hat Johann Stephan Pütter in seinem Versuch einer akademischen Gelehrtengeschichte der Georg-Augustus-Universität zu Göttingen betont, Zitat, dass auch die Einrichtung und Ordnung einen der wesentlichsten und seltensten Vorzüge dieser Bibliothek ausmacht. Und in dasselbe Horn stieß 1802 Ernst Brandes, Zitat, ebenso allgemein bekannt ist es, dass die göttingische Bibliothek die gemeinnützigste und die am meisten benutzte Bibliothek in der Welt ist. Drei Zitate, drei Superlative. Das ist das Bild, das sowohl die zeitgenössischen Göttinger Gelehrten als auch die Historiker von der Göttinger Bibliothek, zumindest für das 18. Jahrhundert, vermitteln. Nur wenige Jahrzehnte nach ihrer Gründung war es der Universität ganz offensichtlich gelungen, ihre Büchersammlung im Bewusstsein der gebildeten Zeitgenossen zu einem Ereignis von gleichsam europäischem Rang zu stilisieren. Schon 1787 hatte ein anonymer Autor im Journal aller Journale einen Brief aus Göttingen veröffentlicht, in dem zu lesen war. In einer Beschreibung der Göttingischen Universität muss man, glaube ich, bei der Bibliothek anfangen, als welche das Hauptrad ist, die die ganze Maschine treibt. Aus Briefen, Reisebeschreibungen oder Journalen, insbesondere in den Jahrzehnten nach 1780, könnte man unschwer noch weitere ähnliche Äußerungen zitieren. Dabei dürfte das Geschick, in dem die zeitgenössische Öffentlichkeitsarbeit der Göttinger Universität die Werbetrommel rührte, eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt haben. Nicht ohne Grund hat Wolfgang Schmitz vor einigen Jahren einen Aufsatz unter dem Titel publiziert, ein wenig Prahlerei und Charlatanerie, die propagandistische Selbstdarstellung der Universität Göttingen und ihrer Bibliothek in der Ära Münchhausen. Pütter hatte mit seiner bereits erwähnten Beschreibung der Universität, die von ihrem Kurator Gerlach Adolf von Münchhausen bewusst als Werbeschrift für die Universität angeregt worden war, den ersten großen Aufschlag gemacht. 1788 folgte bereits die zweite aktualisierte Auflage. 1804 publizierte der Göttinger Gelehrte Christoph Meiners in den Göttingischen Akademischen Annalen eine erste Geschichte der Universitätsbibliothek. Und 1810, zwei Jahre vor seinem Tod, schrieb Christian Gottlob Heine, Direktor der Bibliothek von 1764 bis 1812, für die Göttingischen Gelehrten Anzeigen einen kurzen Beitrag, indem er die Konzeption der Bibliothek resümierte und der rasch gleichsam kanonischen Charakter erhielt. Die ununterbrochene planmäßige Anschaffung der neuen Literatur, die gezielte nach einem wissenschaftlichen Plan vorgenommene Auswahl derjenigen Bücher, die zum Fortschritt wissenschaftlicher Kenntnis beitragen, sowie die Einrichtung der Bibliothek primär zum Gebrauch, zum Nutzen für die Gelehrten und Studenten, das war das Image, das Heine zu vermitteln versuchte. Pütter, Meiners und insbesondere Heine haben mit ihren Arbeiten ein Interpretationsgerüst aufgebaut, das bis heute den Diskurs über die Bibliothek prägt. So war, um nur ein Beispiel aus der neueren Forschung zu zitieren, für Bernhard Fabian, Zitat, die Konzeption der Bibliothek so neu und umwälzend, dass im historischen Rückblick mit der Gründung der Göttinger Bibliothek ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Bibliotheken begann. Die Göttinger Bibliothek war für ihn, Zitat, die erste wissenschaftliche Universalbibliothek der Welt. Dass die Bibliothek im 18. Jahrhundert
zu einem Alleinstellungsmerkmal Göttingens unter den europäischen Universitäten stilisiert werden konnte, hatte freilich ein Fundamentum in Re. Denn der Aufbau der Göttinger Bibliothek war in der Tat eine in vielerlei Hinsicht erstaunliche, fast phänomenale Geschichte. Bereits um 1760, nur knapp drei Jahrzehnte nach ihrer Gründung, zählte der Bestand über 50.000 Bände. Um 1800 durften es bereits über 130.000 gewesen sein. Die Göttinger Bibliothek war damit als einzige deutsche Universitätsbibliothek in die Liga der großen europäischen Bibliotheken aufgestiegen. Erstaunlich ist diese Geschichte, weil universitäre Büchersammlungen noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in der Regel klein waren und einige tausend Bände oft nicht überschritten. Dass Universitätsbibliotheken in der frühen Neuzeit keine große Rolle spielten, ist nur aus heutiger Sicht erstaunlich. Die Professoren brauchten sie nicht, denn es war Usus, dass sie für ihr gelehrtes Werkzeug selbst sorgten. Mit anderen Worten, jeder Professor besaß in der Regel eine umfangreiche eigene Bibliothek. Ja, er musste seine eigene Bibliothek besitzen, um überhaupt arbeitsfähig zu sein. Denn in der Regel beschränkte sich die Bibliothek seiner Universität darauf, nur teure und wertvolle Werke zu sammeln, die sich die Gelehrten vor Ort nicht selber leisten konnten. Auch in Göttingen war man bei der Gründung noch von diesem Prinzip ausgegangen. Und dieses Prinzip funktionierte auch in Göttingen wie andernorts. Im 18. Jahrhundert betrug der Bestand der Göttinger Professorenbibliotheken zusammen über 200.000 Bände. Von der Universität in Königsberg ist die Zahl von 100.000 Bänden überliefert und man kann davon ausgehen, dass es an anderen Universitäten im Reich, je nach Größe, ähnlich ausgesehen haben dürfte. Wie kann man vor diesem Hintergrund den Aufbruch der Göttinger Bibliothek erklären? Wie ihre von der Forschung bislang postulierte singuläre Rolle? Die bisherige Forschung hat, völlig zu Recht, auf den entscheidenden Einfluss des Kurators Münchhausen verwiesen. Dazu kommt die spezifische Entwicklung des gelehrten Publikationswesens in den Jahrzehnten um 1700, vor allem der Aufschwung gelehrter Zeitschriften sowie der Boom der sogenannten Literärgeschichte, der Historia Literaria, vor allem aber natürlich das neue Wissenschaftskonzept der Universität selbst, das die eigene Forschung der Professoren stärker in den Mittelpunkt rückte. Es fällt indes auf, dass der bibliothekshistorische Kontext bislang kaum zur Erklärung herangezogen wurde. Bei der Herausstellung der Singularität der Göttinger Bibliothek wurde zumeist nur der Vergleich zu anderen Universitäten gezogen. Gerne wurde dabei auf Halle verwiesen, das 1694, also nur wenige Jahrzehnte vor Göttingen, gegründet worden war und wo die Bibliothek noch 1760 nur einige wenige tausend Bände umfasste, oder auf die Universitätsbibliothek Cambridge, die um 1800 erst 30.000 Bände gezählt haben soll. Damit bleibt man aber einer erst im Laufe des 19. Jahrhunderts geläufigen Typisierung wissenschaftlicher Bibliotheken verhaftet, die den Zeitgenossen des 18. Jahrhunderts noch eher fremd gewesen war. Denn die zeitgenössische Bibliothekstheorie unterschied nur zwischen zwei Typen von Bibliotheken, der Bibliotheca privata und der Bibliotheca publica. Zitat, das letzte Zitat auf der Folie: Öffentliche Bibliotheken nenne ich diejenigen, die große Herren, Städte, Universitäten, Gymnasia oder gelehrte Gesellschaften errichtet haben. So jedenfalls kann man das in Johann David Köhlers 1762 posthum veröffentlichter Anweisung für reisende Gelehrte lesen. Im Folgenden will ich daher versuchen, die Entwicklung der Göttinger Bibliothek in diesen breiteren Kontext der Bibliotheca Publica, so wie Köhler sie definiert hat, zu stellen. In einem ersten Schritt will ich die Aufbauphase der Göttinger Bibliothek von 1734 bis 1770 mit dem zeitgleich stattfindenden Aufbau der Bibliothek des Grafen von Bünau in Dresden kontrastieren, um dann überzugehen auf die Entwicklung großer Bibliotheken im 18. Jahrhundert mit einem kurzen Exkurs zur welfischen Bibliothekspolitik. Abschließend soll auf die von 1770 bis in die 1820er Jahre dauernde Blütezeit der Universitätsbibliothek Göttingen, die grob der Amtszeit Heines entspricht, eingegangen werden. Ich komme zum ersten Punkt der Gründungsphase.
als 1761 Johann Matthias Gestner, erster Professor für Eloquenz und erster Bibliothekar der Universität Göttingen, starb, war, wie wir gesehen haben, innerhalb von 27 Jahren eine große Bibliothek von 50.000 Bänden aufgebaut worden. Eine Bibliothek, deren Ruhm sich in der gelehrten Welt in den folgenden Jahrzehnten rasch etablieren sollte. Genau zur selben Zeit hatte in Dresden Heinrich Graf von Bünau eine große Gelehrtenbibliothek begründet, die bei seinem Tod 1762 42.000 Bände zählte, die also fast so groß war wie die in Göttingen, die aber heute nur noch Kennern des 18. Jahrhunderts ein Begriff sein dürfte. Bereits dieses Beispiel zeigt, dass Göttingen nicht das einzige Mekka für Bibliothekare im 18. Jahrhundert gewesen war. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass Christian Gottlob Heine aus Dresden kam, wo er vor seinem Ruf nach Göttingen als schlecht bezahlter Kopist an der Bibliothek des Grafen von Brühl gearbeitet hatte. Denn in Dresden gab es noch eine weitere große Bibliothek. Heinrich Graf von Brühl, seit 1746 Premierminister beim sächsischen Kurfürsten, hatte eine 70.000 Bände umfassende repräsentative Bibliothek aufbauen lassen, deren Wert vor allem in einer Vielzahl seltener Handschriften und Drucke lag. Interessanter im Vergleich zu Göttingen sind indes die Aktivitäten des Grafen von Bünau, den Sie auch hier im Bild sehen. Denn Bünau hatte anders als Brühl primär gelehrte Interessen. Er arbeitet an einer umfangreichen Geschichte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, die auch unter dem Titel Genaue und umständliche deutsche Kaiser- und Reichshistorie erschien. Dafür hatte er seit Mitte der 1720er Jahre begonnen, Bücher zu sammeln. Sein Sammeleifer überschritt aber im Laufe der Jahre die Grenzen seiner eigenen gelehrten Interessen. Da andere Gelehrte die Möglichkeit hatten, die Bünausche Bibliothek zu nutzen, kann man sie mit Abstrichen nach der Definition Köhlers als eine von einem adligen Herrn gegründete Bibliotheca Publica verstehen. Vergleicht man nun die Entwicklung der Bünauschen Bibliothek mit der in Göttingen, so zeigen sich eine ganze Reihe von Parallelen. Initiator war in beiden Fällen ein Adliger, hier der Graf von Bünau, in Göttingen Gerlach Adolf von Münchhausen. Die konkrete Arbeit überließ Bünau einem Gelehrten, Johann Michael Franke, den er als Bibliothekar eingestellt hatte. Münchhausen delegierte dies an einen seiner Mitarbeiter in Hannover, Philipp August Schlüter, denn, und das ist bemerkenswert, die Bibliothek der Universität Göttingen wurde bis zum Tode Münchhausen 1770 nicht primär in Göttingen aufgebaut, sondern in Hannover. Dort wurde der größere Teil der Erwerbungen getätigt und dort wurden auch die Akzessionskataloge geführt. Für das Verständnis der Göttinger Bibliothek ist das ein Aspekt ersten Ranges. Denn einerseits war sie organisiert wie jede andere Universitätsbibliothek auch. Es gab nur einen kleinen Etat und ein Professor, eben Gestner, leitete sie im Nebenamt. Auf der anderen Seite aber gab es Münchhausen, der in Hannover energisch den massiven Ausbau der Bibliothek betrieb und aus eigener Vollmacht Mittel bereitstellte, die den regulären Etat um ein Vielfaches überschritten. Deutliche Parallelen zwischen der Göttinger Bibliothek und der Bünauschen zeigen sich auch bei der Praxis der Erwerbung. Denn wie schaffte man es im 18. Jahrhundert, innerhalb weniger Jahrzehnte eine große Bibliothek aufzubauen? Die Methode war relativ einfach. Man erwarb als Grundstock eine oder mehrere Professorenbibliotheken, Privatbibliotheken, Gelehrtenbibliotheken, um diese dann weiter auszubauen. Bünau hatte zum Beispiel 1744 die Bibliothek des Berner Stadtbibliothekars Samuel Engel gekauft. In Göttingen war es Münchhausen bereits 1734, drei Jahre vor der offiziellen Gründung der Universität, gelungen, die fast 9000 Bände zählende Bibliothek des Großvogts Joachim Hinrich von Bülow zu erwerben. Zusammen mit der Bibliothek des Göttinger Gymnasiums und Dubletten der Hofbibliothek in Hannover zählte die Bibliothek bei ihrer Gründung bereits 12.000 Bände und hatte damit eine Größe erreicht, die den Büchersammlungen schon länger existierender Hochschulen nicht nachstand und sie in einigen Fällen sogar übertraf. Neben dem Erwerb ganzer Privatbibliotheken bedienten sich sowohl Bünau wie Münchhausen des holländischen Auktionsmarktes sowie natürlich des örtlichen Buchhandels. Erwähnenswert ist, dass Bünau neben Kontakten zu Gelehrten auch die zu auswärtigen Gesandten nutzte, um an Bücher aus England und Frankreich zu gelangen. Auch das unterschied sich nicht so sehr von dem Vorgehen Münchhausens, der für Erwerbungen aus England die Mitarbeiter der deutschen Kanzlei in London einspannte. Für Bünau wie für die Göttinger Universität
war die Bibliothek ein Arbeitsinstrument. Doch nicht minder wichtig scheint in beiden Fällen auch der Prestigewert gewesen zu sein, den eine große Sammlung mit sich brachte. Für Bühner bot das Sammeln die Option, eine nach außen wirkende repräsentative öffentliche Bibliothek aufzubauen, um sich damit in der gelehrten wie der adligen und höfischen Welt positionieren zu können. Um dieses Kapital auch wirksam einzusetzen, musste natürlich auch für die Sammlung geworben werden. Das damals probate Mittel war, einen Katalog erstellen und drucken zu lassen. Genau dies tat im Auftrag Bühner sein Bibliothekar Johann Michael Franke. Von 1750 bis 1756 erschienen 6 Bände. Sie sehen hier das Titelblatt des ersten Bandes. Obwohl der Katalog damit nicht abgeschlossen war, fand er unter den Gelehrten der Zeit weite Verbreitung und Anerkennung. Hätte es bereits im 18. Jahrhundert ein Bibliotheksranking gegeben, hätte um 1760 vielleicht die Bühnausche Bibliothek sogar vor Göttingen rangiert. Denn einen gedruckten Katalog konnte die Göttinger Bibliothek nicht aufweisen, obwohl Zeitgenossen einen solchen immer wieder eingefordert hatten. Göttingen hatte allerdings ein auf lange Sicht gesehen sogar besseres Substitut, die göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen. Die dort rezensierten neuen Bücher landeten in der Regel alle im Bestand der Bibliothek und damit waren die Anzeigen auch ein Katalog oder präziser ein Mitteilungsblatt der Neuerwerbungen. Die gesamte gelehrte Welt konnte so regelmäßig erfahren, was in Göttingen gesammelt und gelesen wurde. Doch zurück zum Vergleich mit der Bibliothek Bühnaus. Natürlich gab es auch signifikante Unterschiede, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. Doch die vergleichbare Praxis bei den Erwerbungen zeigt zumindest eines. Die Bibliothek der Universität Göttingen war, wenn Sie mir das Paradoxon nachsehen wollen, im Grunde überhaupt keine Universitätsbibliothek. So wie Bühnau als Adliger eine gleichsam öffentliche Bibliothek aufgebaut hatte, so hatte in Göttingen Münchhausen als adliger Mäzen gewirkt. Er agierte als Stellvertreter für den britischen König und hannoverschen Kurfürsten und baute in dessen Auftrag eine große öffentliche Bibliothek auf, deren Öffentlichkeit er über seine Universität in Göttingen organisieren ließ. Man würde daher die Göttinger Bibliothek nur dann angemessen beurteilen und in ihrer Eigenart verstehen können, wenn man sie im Kontext der großen öffentlichen Bibliotheken ihrer Zeit verortet. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, dem Take-off der großen öffentlichen Bibliotheken. Dass sich die Zeitgenossen sehr bewusst waren, in welcher Liga die Göttinger Bibliothek spielte, zeigt auch Ernst Brandes, der in seiner Schrift über den gegenwärtigen Zustand der Universität von Göttingen von 1802 zunächst feststellte, Zitat, diejenige öffentliche Anstalt, die ihrer allgemeinen Wichtigkeit wegen zuerst genannt werden muss, ist die Bibliothek. Und er schrieb dann weiter, ob sie die zahlreichste Bibliothek in der Welt sei, daran liegt im Ganzen wenig. Wahrscheinlich muss jetzt die Pariser Nationalbibliothek die zahlreichste in der Welt sein. Die Kaiserliche Bibliothek in Wien wird auf 300.000 Bände geschätzt, die Königliche Bibliothek in Kopenhagen auf 250.000. Höchst vermutlich ist die Göttingische Bibliothek sehr nahe an 200.000 Bände stark. Diese letztere Zahl durfte etwas zu hoch gegriffen sein, doch entscheidend für uns ist, welche Bibliotheken Brandes als Vergleichsobjekte zu Göttingen einfielen, die großen Hof- bzw. Nationalbibliotheken Europas. Betrachtet man sich die großen Bibliotheken im Europa der frühen Neuzeit etwas genauer, so fällt ein nicht uninteressantes Phänomen auf. Bis ins 18. Jahrhundert hinein gab es eine signifikante Differenz zwischen der Entwicklung des zeitgenössischen Buchmarktes und derjenigen der Bibliotheken. Allein im deutschsprachigen Raum wurden im 16. Jahrhundert deutlich über 130.000 Bücher verlegt. Im 17. Jahrhundert waren es bereits, trotz des 30-jährigen Krieges, mehr als 300.000 Titel. Für das geplante Verzeichnis der deutschen Drucke des 18. Jahrhunderts kalkuliert man mit 600.000 Titeln. Rechnet man die für die gelehrte Welt wichtigen italienischen, französischen und englischen Buchmärkte hinzu, so wird erkennbar, dass wir für die frühe Neuzeit ein Publikationsvolumen haben, das, ganz grob kalkuliert, um die 2 Millionen Titel chargierte und aller Wahrscheinlichkeit nach noch deutlich höher lag. Nun gab es aber im 16. und 17. und auch noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts, von einigen Ausnahmen abgesehen, kaum große Bibliotheken. Keine Sammlungen, die 50.000 Bände oder mehr zählten.
Natürlich gab es größere Hofbibliotheken in den Zentren der damaligen Großmächte, im Paris der Bourbonen und im Wien der Habsburger. Es gab die Vatikaner und es gab die höfische Ausnahmebibliothek par excellence, diejenige in Wolfenbüttel. Doch das waren, wie gesagt, Ausnahmen. Bibliotheken in nennenswerter Zahl, die in repräsentativer und systematischer Auswahl kontinuierlich das publizierte Wissen der Zeit sammelten, gab es nicht. Es gab indes, wie wir gesehen haben, einen großen und gut funktionierenden Buchmarkt, ca. 2 bis 3 Millionen Titel. Wo blieben also all diese Bücher? Wer sammelte sie? Es war im Wesentlichen die Landschaft der Bibliotheca Privata, der Privatbibliotheken, für die der Buchmarkt agierte. Bibliotheken von Gelehrten und Sammlern, die meist nur einige tausend Bände umfassten, die aber in ihrer Streuung neben den Klosterbibliotheken die umfassendste Bibliothekslandschaft der frühen Neuzeit darstellten. Im Laufe des 18. Jahrhunderts begann sich nun die Diskrepanz zwischen dem Buchmarkt und der Zahl und Größe der Bibliotheca Publica zu verändern. Spätestens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts kam es gleichsam zu einem Take-off der großen öffentlichen Bibliotheken. Dresden war, wie wir gesehen haben, einer der zentralen Orte. Denn dort wurde sowohl die Bühnausche als auch die Brühlsche Bibliothek vom sächsischen Kurfürsten für seine Hofbibliothek erworben, die damit auf einem Schlag zu einer der größten Bibliotheken im Reich avancierte. Um 1800 zählte sie ca. 220.000 Bände, war also noch deutlich größer als die Göttinger Bibliothek. Mit Franke verfügte sie zeitweise über einen der profiliertesten Bibliothekare und seit 1787 war sie auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Nicht minder ehrgeizig waren die bibliothekarischen Ambitionen des württembergischen Herzogs Karl Eugen, der seit den 1760er Jahren die Gründung einer öffentlichen Bibliothek vorantrieb, die 1777 in Stuttgart eröffnet wurde. 1781 hatte er sogar persönlich Göttingen besucht und einen ganzen Nachmittag lang die Bibliothek besichtigt. Der Herzog selbst kümmerte sich aktiv um den Ausbau seiner Bibliothek und brachte sie bis zu seinem Tod 1793 auf einen Bestand von gut 100.000 Bänden. Vergleichbar rasch war der Aufbau am Hof im benachbarten Mannheim bei den pfälzischen Wittelsbachern verlaufen. 1756 gegründet, war sie um 1800 ebenso groß wie das württembergische Pendant. In Berlin investierte Friedrich II. Nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges in die von ihm bis dahin eher vernachlässigte Hofbibliothek auf einen Schlag erhebliche Mittel und ließ sogar ein eigenes Bibliotheksgebäude dafür errichten. Wenn Sie in Berlin sind und Sie stehen vor der Humboldt-Universität, müssen Sie sich nur einmal umdrehen und direkt gegenüber, heute ist, glaube ich, die juristische Fakultät darin, sehen Sie das Gebäude, das gemeinhin als Kommode bezeichnet wird. In Stuttgart, Mannheim und Berlin fand der Auf- und Ausbau der höfischen Bibliotheken übrigens im Kontext von bestehenden oder neu gegründeten Akademien oder im Falle Stuttgarts der Hohen Karlsschule statt und erklärt damit bis zu einem gewissen Grad das jeweilige Interesse. Doch nicht nur in den größeren Residenzstädten gab es ehrgeizige Bibliotheksprojekte und wissenschaftliche Unternehmungen. 1782 besuchte Pütter, zu dieser Zeit schon einer der renommiertesten Rechtsgelehrten im Reich, das Augustinerstift Polling in Oberbayern und berichtet in seiner Autobiografie, Zitat, am meisten hatte ich Ursache, die Bibliothek zu bewundern, sowohl wegen ihrer äußerlichen, zweckmäßigen Einrichtung, als wegen Auswahl ihrer Bücher, worunter viele von protestantischen Schriftstellern waren. Ob es nun die Verwunderung darüber war, dass die Pollinger Mönche auch Bücher protestantischer Autoren sammelten, oder ob Pütters positive Meinung vor allem daher rührte, dass er feststellte, dass auch seine eigenen Bücher dort vertreten waren, sei dahingestellt. Faktum war, dass die im Laufe des 18. Jahrhunderts auf 80.000 Bände ausgebaute Bibliothek des Klosters eine der bedeutendsten Sammlungen ihrer Art im Alten Reich war. Dieser bibliothekarische Take-off fand nicht nur in Deutschland statt. In London wurde ebenfalls Mitte des 18. Jahrhunderts mit dem Aufbau zweier großer Bibliotheken begonnen, der des British Museums und der Privatbibliothek Georgs III. 1753 wurde das British Museum durch einen Beschluss des Parlaments gegründet, dessen Bibliothek in den nächsten Jahrzehnten mit Mitteln des Parlaments immer wieder größere Privatsammlungen erwerben konnte. Damit lag der Schwerpunkt zunächst auf dem Erwerb wertvoller Manuskripte und Sammlungen älterer Drucke. Doch wurde die Bibliothek des British Museum in gewisser Weise ergänzt durch die von Georg III. Gegründete Privatbibliothek,
der später sogenannten King's Library. Denn sie war als Gebrauchsbibliothek für Gelehrte angelegt. Von 1760 bis 1820 gab Georg III. Ein Fünftel seines Privatvermögens für seine Bibliothek aus, die zuletzt 65.000 Bände umfasste. Man stelle sich mal vor, die Queen würde ein Fünftel ihres Privatbibliothekens für eine öffentliche Bibliothek ausgeben. Doch zurück zu Georg III. Ein gedruckter Katalog, der nicht öffentlich verlegt, aber anderen Herrschern sowie ausgewählten Bibliotheken geschenkt wurde, auch Göttingen hat ein Exemplar bekommen, dokumentierte den Umfang und die Bedeutung dieser Sammlung, die zwar als private Bibliothek gegründet, von Anfang an aber als nationale Ressource verstanden wurde und Gelehrten auch offen stand. Als Georg IV. Sie der Bibliothek des British Museum überließ, war sie endgültig integraler Teil der zentralen nationalen Sammlungseinrichtung. Die Göttinger Bibliothek war, wenn man sie im Kontext anderer großer Bibliotheken betrachtet, also alles andere als eine Ausnahmeerscheinung. Sie war kein singulärer Fall. Im Gegenteil, sie war Teil eines allgemeinen Take-offs großer Bibliotheken, eines bis dahin beispiellosen bibliothekarischen Aufbruchs. Jetzt erst entstanden in Europa große, universale und öffentliche Bibliotheken, die dafür sorgten, dass nicht nur das ältere Schrifttum, sondern auch die aktuellen Publikationen systematischer gesammelt wurden. Jetzt erst wurde der Grundstock für eine umfassende Überlieferung des publizierten Wissens gelegt, indem zum einen Sammlungen aus der Landschaft der Privatbibliotheken in den Bereich der öffentlich finanzierten Bibliotheken übernommen wurden und diese zum anderen begannen, selber kontinuierlich die neue aktuelle Literatur zu erwerben. Die zunehmende Dynamik der Wissenschaftsbewegung des 18. Jahrhunderts dürfte einer der wesentlichen Gründe für diesen bibliothekarischen Take-off gewesen sein, der sich in der Herausbildung großer Bibliotheken von überregionaler Bedeutung manifestierte. Organisatorisch getragen wurden sie in der Regel von den administrativen Zentralinstanzen eines Landes und hatten damit von vornherein eine Ausstrahlung, die über den jeweiligen Ort selbst hinausreichte. Wenn Heine 1810 von der Göttinger Bibliothek sprach, so war sie für ihn, Zitat, nicht bloß akademisches, sondern Nationalinstitut, Zitat Ende. Und Jeremias David Reuß, sein Nachfolger, nannte in den 1820er Jahren seine Bibliothek mitunter ein, Zitat, vaterländisches literarisches Institut. Bei beiden klingt damit das Selbstverständnis der Göttinger Bibliothekare an, das Bewusstsein zu der Liga der großen Bibliotheca Publica von nationaler und europäischer Bedeutung zu gehören. Es gehörte freilich zu den Spezifika Göttingens, dass diese große öffentliche Bibliothek Institut einer Universität war und sich in dieser Hinsicht deutlich von der Mehrheit der anderen großen Bibliotheken unterschied. Und dazu hatte, bis zu einem gewissen Grad, auch die besondere Situation der Personalunion beigetragen. Und deshalb müssen wir jetzt einen kurzen Exkurs zur welfischen Bibliothekspolitik machen. Und Sie sehen hier auch nochmal die King's Library, die Privatbibliothek von Georg III., Als Georg I. 1714 nach London ging, ließ er in Hannover eine Hofbibliothek zurück, die mit Leibniz zwar einen berühmten Bibliothekar hatte, aber von diesem fast wie eine Privatbibliothek geführt wurde. Von einer öffentlichen Nutzung durch andere Gelehrte konnte damals jedenfalls keine Rede sein. Der Hof in London wiederum hatte, im Unterschied zu den kontinentalen Höfen, keine eigenen großen Sammlungen aufgebaut. Es gab keine höfische Kunst- und Wunderkammer, und die Hofbibliothek, die es zwar gab, war klein und bestand vorwiegend aus älteren Handschriften und alten Drucken, wurde aber nicht weiter gepflegt. Das hieß nun aber nicht, dass die Förderung von Bibliotheken nicht zum mäzenatischen Programm der Höfe in London oder Hannover gehört hätte. Sie floss nur nicht primär in den Aufbau klassischer, zentraler und repräsentativer Hofbibliotheken. Bereits 1715, ein Jahr nach seinem Regierungsantritt in London, kaufte Georg I. eine berühmte Privatbibliothek, die von John Moore, des Bischofs von Ely, mit knapp 30.000 Bänden eine der bedeutendsten gelehrten Bibliotheken der Zeit, und schenkte sie der Bibliothek der Universität Cambridge. Ein politisches Zeichen übrigens hatte sich Cambridge doch anders als die Tory- und Jakobitenhochburg Oxford von Anfang an auf die Seite des neuen Königshauses geschlagen. Folgt man dem Urteil David McKittericks, dem derzeit besten Kenner britischer Buch- und Bibliotheksgeschichte, so stieg die Universitätsbibliothek von Cambridge in England damit zu einer Bibliothek von nationaler Bedeutung auf.
Georg II. Interessierte sich bei seinen regelmäßigen Besuchen in Hannover durchaus für den Ausbau seiner dortigen Hofbibliothek und er ließ, wie wir wissen, seinem ersten Minister freie Hand beim Ausbau der Bibliothek in Göttingen. Als vom Parlament das British Museum begründet worden war, zeigte sich der König ebenfalls großzügig. Die bis dahin bestehende Bibliothek des Hofes in London wurde 1757 an die neue Einrichtung gegeben. Und Georg III. Schuf, wie wir gesehen haben, aus einem Privatvermögen der King's Library. Eine welfische Bibliothekspolitik im eigentlichen Sinne gab es natürlich nicht. Doch gehörte die Forderung von Bibliotheken auch bei den Welfen zum klassischen mäzenatischen Programm einer regierenden Dynastie. Aufgrund der spezifischen Situation in London, der fehlenden großen Hofbibliothek, fokussierte sich ihre Bibliothekspolitik jedoch auf die Förderung gelehrter Sammlungen außerhalb des Hofes. In England war es die Universität in Cambridge und die Bibliothek des British Museum, die davon profitierten. In Kurhannover die Universität Göttingen, wie wir wissen. Auch aus dieser Perspektive zeigt sich, dass Göttingen nicht dem Muster einer Universitätsbibliothek entsprach, sondern nur über die enge Verbindung zum Hof, in diesem Fall repräsentiert durch die Geheimen Räte in Hannover, verstanden werden kann. Für den Drucker des Königlichen Printing Office in London scheint die Sache jedenfalls klar gewesen zu sein. Wenn er Bücher für die Göttinger Bibliothek packte, adressierte er sie schlicht und einfach an die Royal Library at Göttingen. Und damit komme ich zum vierten Punkt der Blütezeit der Universitätsbibliothek Göttingen von 1770 bis 1820. Nach dem Tode Münchhausens im Jahr 1770 geschah ein kleines bibliothekarisches Wunder. Die großzügige Förderung der Göttinger Bibliothek durch die Geheimen Räte in Hannover wurde fortgesetzt. Jetzt hieß der Mäzen der Regierung Georg Friedrich Brandes, aus Sicht der Göttinger Bibliothek eine Idealbesetzung, war Brandes doch selbst ein leidenschaftlicher Büchersammler, der privat über 20.000 Bände gesammelt hatte, die heute zum größten Teil in der Landesbibliothek in Oldenburg zu finden sind. Die Arbeitsteilung sah nun so aus, dass Heine selbst die Auswahl und die Bestellung der Bücher vornahm, die Rechnungen aber weiter nach Hannover schickte. Auch jetzt war es, wie in der Ära Münchhausen, wieder eine enge persönliche Beziehung, diesmal von Brandes und Heine, welche die Grundlage bildete für die Special Relationship zwischen dem Kollegium der Geheimen Räte und der Göttinger Bibliothek. Dass Heine 1777 in zweiter Ehe eine Tochter von Brandes heiratete, unterstreicht nur, wie eng öffentliche Geschäfte und private Verbindungen miteinander verquickt waren. Der Ruf, den sich die Göttinger Bibliothek unter den Zeitgenossen erwarb, geht im Wesentlichen auf die Ära von Heine zurück. Auch wenn die Göttinger Bibliothek kein Einzelfall war, sondern Teil eines allgemeinen Take-offs großer öffentlicher Bibliotheken, so nahm sie doch unter diesen eine besondere Stellung ein. Denn Göttingen war, wie gesagt, eine große öffentliche Bibliothek an einer Universität. Eine Universität zudem, die von ihren Kuratoren gezielt zu einer der ersten in Deutschland ausgebaut wurde. Für die Bibliothek bedeutete dies, dass sie in einem höheren Maße als andere große Bibliotheken funktionsfähig sein musste, brauchbar für die Bedürfnisse der Gelehrten wie der Studenten. Und das hieß konkret, der große Bestand an Büchern musste effektiv administriert werden und vor allem musste die Wissensbasis, die er darstellte, für den Gelehrtenbetrieb erschlossen werden. Beides, Administration und Wissen, hingen unmittelbar und untrennbar zusammen. Wissen bedurfte und bedarf immer noch vor allem guter Organisation. Die effiziente Administration einer großen Bibliothek hatte bereits im 18. Jahrhundert viele Facetten, wie nicht zuletzt die Preisfrage der Königlichen Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen von 1773 zeigt, hinter der vermutlich Heine zu dieser Zeit bereits Sekretär der Sozietät steckte. Sie lautete: Wie vielerlei Arten von Insekten gibt es, die den Urkunden und Büchern in Archiven und Bibliotheken schädlich sind. Natürlich waren die Insekten ein Problem, aber nicht das zentrale und entscheidende Problem für Heine. Die größte Herausforderung bestand in der praktischen Organisation eines Bestandes von 60.000 Büchern, der jährlich um ca. 2.000 weitere anwuchs. Nun gab es aber in der Zeit kaum Vorbilder dafür, wie Bibliotheken, die 50.000 Bände und mehr umfassten, in der Praxis effizient organisiert werden sollten.
Natürlich hatte die zeitgenössische Bibliothekstheorie eine Vorstellung davon, wie eine große Universalbibliothek beschaffen sein sollte. Dieses theoretische Modell, das im Wesentlichen bereits im 17. Jahrhundert ausgearbeitet worden war, war freilich das eine. Die Praxis in den großen Bibliotheken, die ab 1750 aufgebaut wurden, häufig etwas anderes. Es gab mit anderen Worten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch kein erprobtes Modell, keine Routine, wie man mit dem Phänomen der großen Bibliotheken organisatorisch umgehen sollte. Große Wissensbasen von 50.000 bis 200.000 Objekten zu verwalten, war ein Novum. Auch die Göttinger Bibliothek hatte daher, was oft übersehen wird, zunächst ihre Schwierigkeiten. In der Aufbauphase der 1740er und 50er Jahre oder nach dem klassischen Konzept der Bibliothekstheorie und der Praxis, wie man sie aus anderen Universitäten kannte, verfahren. Es gab keine Bibliothekare, sondern nur Gelehrte, Professoren, die sich nebenbei um die Bibliothek kümmern mussten und rasch mit dem Arbeitsanfall haderten. In Göttingen hatte Gessner neben der Professur für Eloquenz die Oberaufsicht über die Bibliothek erhalten. Schon 1746 klagte er, Zitat, hätte ich gewusst, dass zu der hiesigen Bibliothekverwaltung etwas mehreres von Rechnungssachen als eine simple Rekognition des Empfangenen und eine Attestation der Zettel gehörte, so würde ich gleich anfangs das Bibliothekariat in Untertänigkeit depreziert haben, Zitat Ende. Aus heutiger Sicht war die Entwicklung der Bibliothek im 18. Jahrhundert eine Erfolgsgeschichte, eine kontinuierliche Erfolgsgeschichte. Für die Zeitgenossen war das Bild freilich differenzierter. Nach der Aufbauphase begann in den 1760er Jahren eine Zeit der Krise. 1761 waren sowohl Gessner als auch Schlüter, der Mitarbeiter Münchhausens, in Hannover gestorben. Die Leitung der Bibliothek wurde jetzt Johann David Michaelis übertragen, der dazu aber keine rechte Neigung hatte. 1763 berief Münchhausen daher Heine aus Dresden nach Göttingen und dieser erhielt sofort den Auftrag, einen Bericht über den Stand der Bibliothek und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. 1764 wurde Heine, der sich mit seiner Denkschrift das Vertrauen Münchhausens erworben hatte, zum ersten Bibliothekar ernannt. Doch auch die Lösungsansätze Heines griffen nicht sofort. 1776, 12 Jahre nach seinem Amtsantritt, musste Heine in einer weiteren Denkschrift zugeben, dass der alphabetische Katalog gänzlich unbrauchbar geworden sei. Bereits seit 1772 stockten die Einträge in den Realkatalog. Bis 1785 wuchsen die Rückstände auf 33.000 Bände. Die Göttinger Bibliothek steckte in einer administrativen Krise, einer Krise, wie sie für fast alle großen Bibliotheken der Zeit typisch war. Man findet ähnliche Probleme an allen anderen Bibliotheken. In Göttingen gelang es indes, und das war nicht typisch, der Probleme Herr zu werden. Die Wende leitete 1783 die Berufung von Jeremias David Reuß aus Tübingen ein, der als Professor für Literärgeschichte und Kustos der Bibliothek eingestellt wurde, den Sie hier im Bild sehen können. Er war der erste Gelehrte in Göttingen, der seine Arbeitszeit weitgehend vollständig der Bibliothek und ihrer Erschließung widmete und innerhalb weniger Jahre die organisatorischen Defizite beseitigte. Jetzt erst stimmte das Diktum Osterhammels. Jetzt erst war Göttingen in der Tat für einige Jahrzehnte eine der am besten organisierten Bibliotheken der Welt. Diese gute Organisation, die ab Mitte der 1780er Jahre erreicht wurde, hatte weitreichende Folgen. Sie sorgte dafür, dass Göttingen die erste unter den großen Bibliotheken des 18. Jahrhunderts war, deren Bestand, deren Wissensbasis nicht nur vollständig erschlossen worden war, sondern auch kontinuierlich weiter erschlossen wurde. Für die Gelehrten vor Ort war die Bibliothek damit mehr als ein Bücherschatz. Sie war gleichsam eine große Suchmaschine des Wissens ihrer Zeit geworden, in gewisser Weise, wenn Sie wollen, ein Google des 18. Jahrhunderts. Das war eine nicht leicht zu überschätzende Leistung, denn für die Gelehrten war die Beherrschung der Fülle des publizierten Wissens damals ein ebenso drängendes Thema, wie es das für uns heute ist. Wissen zu erschließen, den einmal erreichten Stand des Wissens zu dokumentieren, Wissenslücken zu kartieren, sich kontinuierlich über neues Wissen zu informieren. Für all diese Aufgaben hatten die Gelehrten seit dem Ende des 17. Jahrhunderts begonnen, neue Instrumente zu entwickeln. Dies zeigt, um nur ein einziges Beispiel zu nennen, der Boom der gelehrten Zeitschriften, insbesondere der Rezensionszeitschriften, der mit dem Journal des Savoir und den Philosophical Transactions der Royal Society in London
die beide seit 1665 erschienen, seinen Anfang genommen hatte. Genau hier, an diesem zentralen Bedürfnis der Gelehrten, setzte die Göttinger Universität an. Der Ruf der Göttinger Bibliothek gründete nicht zuletzt darin, dass es dank der einmal erreichten effizienten Organisation gelungen war, ein System zu implementieren, die eigene große Wissensbasis umfassend zu erschließen und der gelehrten Welt zu vermitteln. Worauf dieses Göttinger System der Wissenserschließung gründete, hatte Heine 1810 in den Göttingischen Anzeigen beschrieben, wonach, Zitat, Göttingen ein Palladium der gesamten wissenschaftlichen Gelehrsamkeit bleiben muss, solange es seine Bibliothek und seine Sozietät mit den Kommentationen und den gelehrten Anzeigen in gutem Zustande behält. Zitat Ende. Die Bibliothek in Verbindung mit der Sozietät bildete den Ausgangspunkt. Sie lieferte die Wissensbasis, die durch ihre Aufstellung und die Kataloge von Reuss erschlossen und gut organisiert war. Die wöchentlich erscheinenden göttingischen gelehrten Anzeigen boten kontinuierlich die Auswahl der wichtigsten Erwerbungen der Bibliothek oder, anders formuliert, des wichtigsten neu publizierten Wissens für die gesamte gelehrte Welt. Und was taten bzw. waren die Kommentationen? Sie waren eine besondere Leistung von Reuss, denn er nutzte die Wissensbasis der Bibliothek, um das in Akademieschriften enthaltene Wissen zu erschließen. Sein bibliografisches Hauptwerk war ein 16-bändiges Repertorium der Schriften von Akademien und gelehrten Gesellschaften. Das Repertorium Commentationum a Societatibus Literarius Editarum. Der auf die Praxis, auf das Nützliche fokussierte Forschung im 18. Jahrhundert stärker an Akademien als an Universitäten angesiedelt war, ist evident, dass ein solches Verzeichnis darauf abzielte, den Kernbestand des innovativen Wissens der Zeit zu erschließen. Die Wissensbasis der großen Göttinger Bibliothek, erschlossen durch die Kataloge, dazu das Repertorium von Reuss, sowie als drittes die von der Sozietät der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften herausgegebenen göttingischen gelehrten Anzeigen, bildeten zusammen ein wissenserschließendes System, wie es in den Jahrzehnten um 1800 an keinem anderen Ort existierte. Dass sich ein solches System gerade in Göttingen ausgebildet hatte, lag entscheidend am Zusammentreffen einer großen, vom Landesherrn geforderten öffentlichen Bibliothek mit den Bedürfnissen einer neuen Universität. Trotz der besonderen Rolle Göttingens aufgrund der Kombination große Bibliothek und Universität sollte man indes nicht übersehen, dass auch andere Universitätsbibliotheken in je unterschiedlicher Weise vom bibliothekarischen Take-off seit den 1750er Jahren tangiert wurden. Und Göttingen war unter den europäischen Universitätsbibliotheken auch nicht die einzige große Bibliothek. Die Bibliothekslandschaft der Universität Oxford war in gewisser Weise eindrücklicher als die Göttinger. Zwar haben Oxford und Cambridge als Universitäten im 18. Jahrhundert bei den Wissenschaftshistorikern keinen guten Ruf, doch diesen schlechten Ruf sollte man nicht einfach auf die Bibliotheken übertragen. Wie eindrücklich im 18. Jahrhundert die äußere Entfaltung der Bibliotheken in Oxford war, zeigen allein schon die für die Colleges von Christchurch und All Souls entstandenen neuen repräsentativen Bibliotheksgebäude. Dazu kam als markantester Bau die 1749 fertiggestellte Radcliffe Camera. Mit der Bodleian Library besaß die Universität zudem eine bereits im 17. Jahrhundert renommierte zentrale Universitätsbibliothek, die um 1800 ebenso groß war wie die Göttinger. Zählt man hierzu noch die Bestände der College-Bibliotheken hinzu, so konnte sich die Oxforder Universität mit den großen Bibliotheken des Kontinents durchaus messen. Freilich, und hierin liegt ein entscheidender Unterschied, auf den ich jetzt nicht im Detail eingehen kann, ging in Oxford wie in Cambridge Repräsentation vor Organisation. Wenn man im 18. Jahrhundert in Großbritannien gut organisierte Bibliotheken suchte, musste man nach Edinburgh gehen, dem Zentrum der schottischen Aufklärung, wo es mit der Bibliothek der Universität und der Advocates Library zwar durchaus gut verwaltete und auf die Bedürfnisse der Gelehrten ausgerichtete Bibliotheken gab. Freilich reichten hier die Mittel nicht aus, um sie in die erste Liga der großen Sammlungen zu befördern. Die fehlenden Mittel waren im Kern auch das entscheidende Problem und Handicap der Universitätsbibliotheken in Deutschland. Sieht man sich deren Entwicklung etwas genauer an, so zeigt sich durchaus, dass es immer wieder Gelehrte gab, die versuchten, ihre Bibliothek zu reorganisieren, die sich also des bibliothekarischen Takes-Offs der 1750er Jahre bewusst waren, denen aber die Universität oder der jeweilige Landesherr die nötige finanzielle Hilfe versagten. Johann Karl Dehnert, um nur ein Beispiel zu nennen,
seit 1747 Professor für Wissenschaftsgeschichte und Bibliothekar an der Universität Greifswald, hatte die dortige kleine Bibliothek von 5000 Bänden um das Vierfache ausgebaut, vor allem aber, und dafür ist er heute noch bekannt, in einem vorbildlichen Katalog erschlossen, den er freilich mangels finanzieller Unterstützung durch die Universität auf eigene Kosten drucken lassen musste. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts spielte dann allerdings schon Göttingen als Vorbild für eine Reform des universitären Bibliothekswesens eine wichtige Rolle. Wie sehr das Göttinger Modell als Konkurrenz und Ansporn wirken konnte, lässt sich besonders schön am Beispiel der Universität Jena zeigen. Vor der Gründung Göttingens war Jena die größte Universitätsbibliothek in Deutschland gewesen. Das lag nicht unwesentlich daran, dass die Bibliothek der Universität zugleich auch als Hofbibliothek für vier kleine sächsische Fürstentümer fungierte. 1763 war die Bibliothek mit 50.000 Bänden, was den Bestand anging, durchaus noch konkurrenzfähig. Doch in den folgenden Jahrzehnten stagnierte die Entwicklung. Bereits 1785 gab es erste Überlegungen, wie man die Bibliothek wieder konkurrenzfähiger machen könnte, ohne die begrenzten Ressourcen des kleinen Sachsen-Weimar zu überdehnen. Fahrt nahm diese Idee indes erst auf, als sich 1801 der Geheime Rat von Goethe selbst einschaltete. So berichtet in diesem Jahr der neu berufene Jenaer Bibliothekar Johann Samuel Ersch dem Senat über eine Konferenz mit Goethe. Zitat: Sie betraf vorzüglich eine virtuelle Vereinigung der öffentlichen Bibliotheken zu Jena, also der Universitätsbibliothek, und Weimar, der Hofbibliothek, vermittels eines gemeinschaftlichen, durchaus alphabetisch geordneten Katalogs, der auf einmal übersehen lässt, was in diesen Bibliotheken vorhanden ist. Sie sehen nebenbei an diesem Zitat, dass man bei dem Stichwort virtuelle Bibliothek nicht nur an das Internet und an Google denken kann, sondern durchaus auch an Goethe. Der springende Punkt dieser Idee einer virtuellen Vereinigung war dabei, dass auf diese Weise, Zitat, unser Katalog einen solchen Umfang gewänne, dass er sich mit den Katalogen anderer Bibliotheken messen lässt. Und man kann vermuten, dass Goethe als Kenner und Nutzer der Göttinger Bibliothek genau diese als Maßstab im Blick hatte. Goethe engagierte sich in den folgenden Jahren auch intensiv für die Reorganisation der Universität Jena und ihrer Bibliothek. Das Projekt des gemeinsamen Katalogs blieb freilich unvollendet und wurde 1824, also 23 Jahre später, ad acta gelegt. Ich komme zum Schluss. Selbst bei den in der Literatur so häufig geschmähten Universitätsbibliotheken kann man also, bei genauerem Hinsehen, gegen Ende des 18. Jahrhunderts Bewegung erkennen. Und richtet man den Blick über die Universitätsbibliotheken hinaus, so wird deutlich, dass man seit den 1750er Jahren, vor allem in Deutschland und Großbritannien, einen Take-off großer Bibliotheken konstatieren kann. Die Bibliothek der Göttinger Universität war mithin kein singuläres Ereignis, sondern Teil eines allgemeinen Trends. Freilich nahm sie bei diesem Trend eine besondere Stellung ein. Und zwar dadurch, dass hier erstmals die Ressourcen eines Territoriums gezielt für den Aufbau einer großen Bibliothek an einer Universität und nicht am Hof selber eingesetzt wurden. Aus dieser Verbindung lassen sich auch die spezifischen Leistungen der Göttinger Universitätsbibliothek erklären. Ihre gute Organisation, die sowohl die Benutzbarkeit des Bestandes vor Ort gewährleistete, als auch ihre wissenserschließenden Aktivitäten über die Kataloge sowie die göttingischen Gelehrtenanzeigen und das Repertorium der Akademieschriften von Reuss. Damit ragte sie nicht nur unter den Universitätsbibliotheken ihrer Zeit hervor, sondern auch unter den anderen großen Bibliotheken, selbst wenn deren Bestände noch ansehnlicher waren als die in Göttingen. Diese Außenwirkung ihrer wissenserschließenden Aktivitäten nutzte die Göttinger Universität freilich auch gezielt, um das Bild einer Bibliothek zu vermitteln, deren rationaler und systematisch kalkulierter Bestandsaufbau in einmaliger Weise das relevante Wissen der Welt erschlossen hätte und gerade deswegen einen Schatz, eine Wissensbasis von nationaler Bedeutung darstellte. Bei der Erfolgsgeschichte der Göttinger Bibliothek sollte man indes nicht übersehen, dass es bis in die 1780er Jahre gedauert hatte, ehe es gelungen war, ein tragfähiges organisatorisches Konzept zu implementieren. Das Bild von der Bibliothek als der eine Weile am besten organisierten der Welt gilt im Grunde nur für die Jahrzehnte von 1780 bis 1820. Nach dem Ende des kurzlebigen Königreichs Westfalen gelang es der Universität nicht mehr, an das alte Modell der Sonderfinanzierung, das bis 1806 die Grundlage für den Erfolg der Bibliothek gebildet hatte, anzuknüpfen.
Mit der Reduktion auf ihren regulären Etat ging die Blütezeit der Bibliothek allmählich zu Ende. Es fällt auf, dass in den 1820er Jahren Jeremias David Reuss sehr genau beobachtete, wie andere konkurrierende Bibliotheken agierten. Als die Königliche Bibliothek in Berlin in London intensiv Bücher erwarb, ließ er sich von der deutschen Kanzlei in London darüber genau Bericht erstatten. Und 1830 schrieb er an Franz von Rieden, damals Gesandter Hannovers in Berlin, Zitat: Der Gedanke und die Aussicht, dass die Königliche Bibliothek in Berlin die hiesige überflügeln möchte, macht mir oftmals traurig wehmütige Stunden. Zitat Ende. Göttingen hatte einen Beitrag ersten Ranges zur Etablierung und Modernisierung großer Bibliotheken geleistet. Jetzt rezipierten die großen Hofbibliotheken, wie auch andere Universitätsbibliotheken, dieses Beispiel. Es sollte freilich nicht die Königliche Bibliothek in Berlin sein, welche im 19. Jahrhundert die Göttinger Bibliothek als die in ihrer Art herausragende Einrichtung ablösen sollte, sondern die des British Museums in London. Doch das, meine Damen und Herren, ist dann eine andere Geschichte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus